Der versteht sich mit denen. Okay. Also ihr versteht euch. Wenn du ein Keratopsis noch bist, dann versteht ihr euch alle. Shit, wo ist er hin? Karte? Also. Ceratopsoid. Das ist ein Ceratopsoid. Bedeutet, wenn ich jetzt reintür. Das Problem ist. Wir entfernen diesen Zaun. Füge hier einen kleinen Wald hinzu. Ah ne, ich muss erst betäuben, warte. Das machen wir jetzt mal selber, komm. Wie war das? Ziehen wir das. Bleib ruhig. Super. Dann transportieren wir dich hierhin. Und dann müsstet ihr jetzt sozusagen auch das neue Gebiet nutzen können. Das finde ich ja voll cool. Dann machen wir eine Beobachtungsanlage jetzt hier gegen. Transport hat begonnen. Dann kann man nicht einfach von hier aus nach da hinten. Und das macht das Ganze ja noch viel geiler. Wow, okay. Mhm. Jetzt holen wir uns noch schnell von der Weltkarte irgendein anderes Viech. Dilodoctus. Holen. Und wenn ich das Gehege hier abrunde, mir wurscht, das könnte das Mega-Gehege werden für Tiere. Tja, er überschneidet sich jetzt hier mittendrin. Geteilt mit. Aha. Versucht herauszufinden, ob er die anderen auch mögen wird. Die Langhälse. Bloß ich kann es hier nicht rauslesen. Ich will mir überlegen, ob ich jetzt hier draus das Gehege mache. Für die Riesen und ansonsten es dann freigebe danach. Na, er hat es verstanden. Super.
Gehege vergrößert, obwohl ich würde das gerne noch vielleicht anders vergrößern. Warte mal, ich bin hier voll vorbeigeschippert. Ha! Ja, dann funktioniert es natürlich nicht, ne? Eingehende Übertragung. 2 von 3 gefangen. So, die kommen jetzt erstmal in das Gehege hier rein. Das ist sozusagen erst dieses... Schauen wir mal, wie es funktioniert, Gehege. Und dann erweitern wir das wieder ein Stückchen. Vielleicht sollte ich so ein Ankunftsgehege bauen, wo alles gefühlt drin ist, was man notfalls braucht, und dann kann ich sie zuweisen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Weil die scheinen sich jetzt alle gut miteinander zu verstehen. Wo sind die Dülofs? Wo sind die Kollegen hin? Ah, die sind nach hier hinten jetzt gewandert. Produkt wurde zugestellt. Und der eine ist hier und der andere ist... Transport abgeschlossen. Superb, superb. Jetzt haben wir dann eine große. Der kriegt von uns gleich wieder den Großauftrag, um alle durchzugehen. Kein Aufgabenplatz mehr frei, okay. Gott, warum muss ich mich denn jetzt darum kümmern, dass ich dauernd alles Mögliche auffülle? Was ist denn das jetzt? Was seid ihr? Sauropoden. Versteht ihr euch mit Sauropoden? Sauropoden? Mögen. Finde ich gut. Jetzt bin ich auf die Komfort-Info gespannt. Nicht diagnostiziertes Leiden. Eie, okay. Schickt die Kollegen der Seuchenschutzbehörde. Ihr braucht zu wenig Fruchtbaum. Fehlender Wald. Das würde so gut passen, wenn ich das hier noch aufmachen könnte. Auffüllen, auffüllen. Frostbeule. Sende F. Ach, das Leiden wurde schon. Ach nö, ach komm, ach nö. Also das Gute ist, wenn wir jetzt das Gehege hier öffnen können. Schutzräume öffnen. Echt? Tornado? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Unsere Saurier sind in Panik geraten. Warum? Wie bei allen Tieren ist Angst überlebenswichtig. Und ihr Überleben steht auf dem Spiel.
Ja, die haben ja zum Glück ein riesen Gehege. Soundeffekt. Wo Saurierbedrohung? Zu wenig Früchte. Alter, ich hab dir Früchtebaum gegeben. Warum seid ihr jetzt Gefahr für Gäste? Was sollen die für Gefahr für Gäste sein? Der Zaun ist wieder dicht. Wir müssen halt nur noch in ihre Gehege, auf ihre Plätze zurück und dann ist wieder alles gut. Dann sollte doch das Ganze wieder passen, oder? 1-0 Schaden. Jetzt dürfen alle wieder aus den Schutzräumen raus. Und weißt du was, die bauen jetzt hier original wirklich so ein Ankunftsgebiet. Also langsam nervt es mit dem kein Strom. Hoppala. Da verbaue ich mich schon, du. Da kommt so eine Eingangstür rein. So, wo habe ich jetzt wieder angeblich keinen Strom? Jetzt ist der Strom wieder da. Schmeckt's? Hast du Hunger? Gut. Dann sollte das ja Ganze passen. Ja, ich glaube, mit der Kombi habe ich hier ein relativ gutes Gehege draus gemacht. Wenn Sie das Ganze anschauen. Ja, die überzweigen. Tun sich immer wieder überzweigen, die ganzen Gebiete. Aber. Hast du gar kein Gebiet? Doch, du hast auch ein Gebiet. Wir sind bei 2635. Also eigentlich sollten wir das Lämmer schaffen. Wir sollten vielleicht nochmal noch einer bedrohten Tierart schauen. Baryonyx. Der ist geeignet für uns. Der ist richtig geeignet. Den haben wir auch noch rein. Gut. Das ist das Auffangsgehege. Also nicht langwierig. So ein bisschen von allem haben bedeutet, es kriegt hier jetzt ein bisschen Holz zum Beispiel hin. Es kriegt hier von das hin. Dann hier das. So, dann hat jeder was zum Fressen und es sollte ja wenigstens ausreichen, ne? Weißt du, was man eigentlich machen könnte? So, aber das Problem ist wahrscheinlich, ich kann nicht jedem ein, zuweisen. Wenn ich jetzt sage, ich will dasselbe hier machen. Cool, geht sogar. Also ich kann hier schon mehrere Gebiete zuweisen. Das ist super. Bedeutet, ich weise jetzt den ganzen Sachen hier alles zu. Dann machen die von selber die Überwachung.
Dann macht er jetzt seine Kontrollrunde. Das sollte ja ganz gut passen. Uns fehlen nur noch 400. Ich glaube, der Brachio-Dings, da sollte das dann schon regeln, der Scranton. Oder was auch immer. Das Gehege ist cool. Ich glaube, das können wir noch ein bisschen cooler designen. So ein bisschen mehr so waldaufbaumäßig. Mal den dicken Wald in der Mitte, dann außenrum die Fruchtbäume. Vielleicht in der Mitte mal ein Ding. Fluss durch und so Zeugs. Das können wir bestimmt richtig cool machen. Dafür bräuchte ich gerade ein bisschen mehr. Vor allem, du müsstest wissen, dass ich da draußen mehr noch machen kann. Ein lebender. Und. Gefangen. Es tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst einmal hier abgesetzt. Oder komm da. Da komm da. Da komm da. Der schaut nicht gut aus. Wo ist denn unser. Kann ich mir noch ein zweites Fahrzeug gönnen? Wo ist denn das Fahrzeug? Macht auf. Wo zur Hölle? Warte mal. Aufgabe hinzuweisen. Ich übernehme dich gleich, ich sag's dir. Ich habe okay, ich habe jetzt auch aktuell alle Aufgaben voll gemacht, ne? Direkt schön. Dann machen wir das halt selber. Also. Müssen wir dann noch irgendwie rauskommen und dann. Hallo Kerno. Entschuldigung. Also wenn die Türen so aufgehen würden, ne, könnten wir ein Problem haben. Gut, dann. Aufgabe hinzufügen, bitte. Ich habe zu viele Aufgaben. Ich stehe aber trotzdem gerade rum. Ja, dann machen wir es halt selber. Map, map, aus dem Weg. Krankenwagen unterwegs. Nix. Fleischwunde, das können wir doch bestimmt behandeln einfach direkt. Fleischwunde scheint nicht so einfach zu halten. Nein, ah oh Gott, damit, nein! Kann ich doch einmal nachgucken, wahrscheinlich. Schwächen, Farnvergiftung.